Hallo, Beugier und damit recht herzlich willkommen auf unserem lustigen Kanal und zum kleinen weiteren Fluffigen. Ich bin mit unserem Five Nights at Cody. Mal wieder ein russisches Spiel. Hallo, mit Bob natürlich ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer. Ohne die das alles schon gar nicht machbar wäre. Dankeschön, liebe Freunde. Ich habe schon einiges an Cody gespielt. Passiver. What? Bis 6 Uhr steht er wahrscheinlich. Okay, what? Wait. Oh. Erster Nacht. Geh rein. Lass es rosten. Rusty Man. Was ist das? Und wie komme ich zurück? Wie komme ich zurück? Freund, wie? Escape? Nee. Escape Scroll. Wie komme ich denn zurück? Enter, ich bin da noch zurück. Freunde, wie geht's zurück? I will go back in the monitor. Wer ist der? Nee. Monitor. 1, 2, 3, 4. Wie? Ich hasse es schon. Wie kommt. Also, Freunde, ich habe jetzt echt jede Taste ausprobiert: Steuerung, Shift, Tab, Inventory, alle Zahlen, alle Buchstaben. Ich komme nicht zurück. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Ah, mit rechter Maustaste. Einfach hier rechte Maustaste. Und dann? Ja, was soll ich dann tun? Adi? What? 4M? What? Freunde, was ist das? Und dann, ich habe ja, siehst du? Höhle? Freunde, was ist das für ein Schlund? Ruckzuck war 6 Uhr. Ah, hier muss man draufdrücken. Das ist alles! What? Körperchen, passivo. Gut. Jetzt so langsam kann ich Russisch, ja? Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Erschreckt. Jetzt sagt mir doch mal einer, muss ich das verstehen? Muss ich so ein Spiel verstehen? What is this?
die Musik ist so schön und dann kommt sowas dabei raus. Ich weiß es nicht, Leute. Ich glaube, ich mache das Spiel noch kaputt. Also mit links um what the? Ja, schneller. 3 Uhr. Oh mein Gott. Sorry. Last try. Einmal probieren wir es noch. Aller guten Dinge sind unzählig bis ab in alle Ewigkeit. Als wenn ich an der Maus klicke, wird es auf einmal irgendwann 6 Uhr. Irgendwie. Oder so. Ich weiß auch nicht. Ich hab's wieder verkackt. Man muss ja extrem schnell sein, und das bedeutet echt. Also, Freunde, was ist das für ein Spiel? Russisches Spiel, jawohl. Aber das sollte sie lieber wieder ihre Spiele machen, wo sie von daheim Bilder haben. Real-Life-Bilder, verstehst du? Das macht mir viel mehr Spaß wie sowas. Sowas kommt nämlich dabei raus. Nichts Gescheites. Die Jumpscares wie üblich mit ihren blöden Teddybären. Warum nehmen die Russen immer Teddybären? Das erklären wir mal einer und schreibt es bitte in die Kommentare. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen und würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewertet doch das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur auf die Matschbälle drücken, bis dahin. Zu subscribe. Ansonsten genießt das Leben, habt Spaß, passt aber bitte auf euch auf und schützt euch, ja? Schützt euch. Bleibt gesund. Wir sagen tschüss, meine und Fingerdinger runter. Euer Sam-Teddy, der minierte Restaurantmann und Rosti-Man. Der Old Song, thank you and goodbye. Good night. Spasibo.